drehen und wieder raus. Und wieder raus, Bein dran, wieder raus, inneres Bein. Ja, gut. Genau das. Nicht das Bein wegstrecken. Dann Beine ran und wieder raus. So ist es richtig. Genau das wollen wir haben. Und dann lässt du wieder reindrehen. Wenn du dein inneres Bein leicht öffnest einfach, ne? Das reicht schon. Gut, wieder raus, Beine ran. Ja, super, super, super. Und weiter rein. Gut abgefangen. Schön langsam zurückgeschaltet beim Drehen. Ne? Das macht dann später in der Training die Finesse aus. Dieses Wow. Weißt du, wenn du verdammt schnell drehst und dann so in Side-Loop anhältst, das sieht einfach nur scharf aus. Mag ich übrigens lieber als dieses Pop. Ja. Wo sie noch rumkippen. Ja, genau. Das finde ich viel geiler, viel besser. Und die Pferde, die so anhalten beim Drehen, kannst du auch viel länger schauen, weil die ruhig bleiben. Macht übrigens in Deutschland nur Rudi. So anhalten. Ja. Teuer. Ja, so. Teuer? Ich sag mal teuer dazu. Gut, wieder raus. Annehmen, annehmen, annehmen. Nimm sie ruhig vorne, genau. Es sieht geil aus. Also teuer. Es sieht richtig teuer aus. Es sieht teuer aus. Was nicht kostet, taugt auch nicht. Es sieht gut aus. Es sieht teuer aus. Weißt du? Teuer an, aber ich weiß, was du meintest. Weißt du? Ja. Einfach mitnehmen lassen. Genau. Da kann kein Aufwand machen. Es ist ja. So. Ja. Du hast recht. Das ist euer Hals, weiß ich immer noch nicht. Nee, aber das ist für uns damit auch hast du recht. Ja. Wieder raus. Genau. Und das musst du, weißt du, wenn du am Drehen von mir hast, drehst du so, übst du so das Drehen. Nicht anders. Ja. Und dann kannst du ja auch ruhiger noch drehen lassen. Ne? Das macht ja tierischen Spaß, dass du so los.